Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video testen wir den neuen ZD Racing MT16, ein 1:16er 3S Brushless Monster Truck mit wirklich wahnsinnig beeindruckenden Fahrleistungen. Und in diesem Video testen wir, was die SR10 denn alles so zu bieten hat, wie das Fahrverhalten ist, wie gut es sich in den Kurven reinlegt, wie stabil er ist und natürlich am wichtigsten, wie viel Spaß macht die SR10. All das werden wir auf diesem Gelände hier herausfinden. Außerdem auch noch woanders. Das sieht echt schön aus da hinten. Wie immer findet ihr natürlich einen Link zu dem ZD Racing MT16 unten in der Videobeschreibung, wobei es meinem Kanal wirklich sehr hilft, wenn ihr auch über diesen kauft. Nun würde ich aber sagen, fackeln wir nicht länger rum, sondern fangen direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Freunde, wie ihr hier sehen könnt, es ist leider etwas nass hier. Die letzten Tage hat es auch ordentlich hier geregnet. Deshalb ist unsere schöne Sprungschanze leider nicht ideal heute geeignet zum Springen. Wir haben etwas weniger Anlauf, aber nichtsdestotrotz können wir hier natürlich schön mit dem ZD Racing MT16 testen, wie gut der hier in diesem Gelände performt. Übrigens Außentemperatur, es hat 10 Grad. Oh ja, oh, oh nein. Oh. Er ist gerade komplett ins Dreckige reingefahren. Egal, aber er hat überlebt. Ich bin dieses RC-Ka nun ja schon öfters gefahren, nicht nur hier in diesem Gelände, beziehungsweise diesem Offroad-Park hier. Und bisher muss ich echt sagen, tolles Auto, fährt sich sehr, sehr gut. Dazu werden wahrscheinlich auch die Sway-Bars viel zu beitragen, dass der sich so gut kontrollieren lässt und ja, einfach so schön fährt. Man kann ihn noch echt gut in die Kurve reinschmeißen, schaut mal. Der korrigiert sich nämlich sehr gerne selber wieder aus. Also wenn ihr irgendeinen kleinen Fahrfehler macht, dann korrigiert er sich selber wieder aus. Das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Power ist auch mehr als nur ausreichend vorhanden. Also der hat so viel Power, man kann eigentlich nicht wirklich Vollgas in diesem Gelände hier geben. So soll es ja eigentlich auch sein. Übrigens hier nochmal einen schönen Sprung zu schaffen. Und ein Backflip. Ganz einfach, selbst mit diesen Bedingungen, diesem kurzen Anlauf, schafft er das richtig gut. Das ist wirklich mega. Also der geht schon echt ordentlich ab. Power, wie gesagt, echt top. Das Springen bei so einer kleinen Sprungschanze, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise diesem kleinen Anfahrweg hier, ist schwieriger als gedacht. Aber das bedarf einfach etwas Übung. Was ich per se auch, wie gesagt, nicht schlecht finde. Alle, die mich kennen, die wissen, dass ich ein Fan von RC-Cars bin, die einen etwas mehr herausfordern und nicht sofort genau das machen, was man zu 1000% möchte, weil das ist leider auf Dauer langweilig, finde zumindest ich. Solange sich das RC-Car dann, wenn man mehr Übung hat, auch gut verhält, ist das für mich genau richtig. Mal schauen, ob es sich auch selber aufstehen kann. Ja. Schafft er leider nicht. Das ist leider nicht möglich. Aber die Power, die ist super. Also er bringt die Power auch echt gut auf die Straße hin. Gut, das habe ich ein bisschen gelenkt. Aber generell gesprochen, für einen Monster Truck echt gut. Klar, wenn ihr jetzt Vollgas gebt, also nicht nur leicht erst Gas gebt und dann Vollgas, aber wenn ihr sofort Vollgas gebt, dann fährt er natürlich nicht komplett geradeaus. Dafür ist der Radstand einfach zu kurz. Das ist typisch für diese RC-Cars mit kürzerem Radstand. Aber ansonsten lässt er sich echt gut kontrollieren. Und ich möchte jetzt hier nochmal diese Sprungschanze ausprobieren, ob wir mit diesem kurzen Anfahrtweg einen Backflip nochmal schaffen. Leider nicht. Etwas ärgerlich, diese Bashing-Location werden wahrscheinlich auch schon einige von euch kennen. Hier fahre ich ja sehr gerne, sehr oft mit neuen RC-Cars dieser Art. Für die 1:5er ist dieser Offroad-Park leider etwas zu klein, aber für die hier genau passend. Auf jeden Fall etwas schade, wie der hier verkommt. Hier ist nur noch Gewucher und hier eben das viele Wasser. Etwas ärgerlich. Wir springen jetzt hier nochmal. Oh, Glück gehabt. Ja, so muss das doch. Also er fährt sich schon echt geil. Es macht richtig Laune, mit dem zu fahren. Weil, wie gesagt, er fordert einen heraus. Er macht nicht sofort genau das, was man möchte. Man muss sich anstrengen.
Also wer nach einem Einstiegs-RC-Car sucht, der ist mit diesem Auto definitiv gut bedient, solange ihr die Power etwas runterstellt. Aber die ist schon echt enorm. Die könnte etwas schwierig dann werden. Und wieder ein Backflip. Easy. Ja, schon echt geil. Ich würde sagen, Freunde, wir sind jetzt hier genug gefahren. Jetzt gehen wir zu einer anderen Location hin. Und zwar werden wir den Seppi Racing MT16 in diesem Skatepark auf seine Durabilität testen. Aber springen kann der echt gut. Am Ende wird es natürlich noch eine ausführliche Auswertung zu den einzelnen Spots geben. Es sei aber gesagt, dass der ZD Racing MT16 zwar sehr, sehr gut springen kann, aber bei diesem letzten Sprung sich doch ein wenig verletzt hat. So, Freunde, next location, wo wir testen können, wie gut der MT16 sich auf diesem Gelände hier verhält. Der Rasen ist hier, ja, würde man sagen, normal hoch. Gibt doch niedrigeren Rasen. Also denke, da kann man ganz gut ein Fazit draus ziehen, wie gut er sich eben auf diesem Gelände hier verhält. Übrigens, ich bin hier gerade um 7.30 Uhr circa, also relativ früh an diesem See. Und das möchte ich euch kurz nochmal zeigen, das sieht nämlich echt richtig schön aus. Und zwar die Sonne hier, das sieht echt schön aus da hinten. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt, aber die leuchtet wirklich wunderschön hier rein. Mega geil. Auf jeden Fall, fangen wir mal an mit dem Testen. Also da geht schon echt ab wie Schmitz Katz. Uiuiui. Dies macht er auch. Ja, schade. Also was mir ganz generell bei diesem RCK auffällt, der ist sehr stabil. Obwohl ich jetzt hier wie ein Idiot gefahren bin, ist der echt selten hingefallen. Also ich finde, hier auf Rasen fällt sich jetzt ehrlich am besten. In dem Gelände, wo wir vorhin gewesen sind, da war es etwas schwieriger, finde ich. Da hat es sich auch sehr gut geschlagen, aber hier, da fühlt es sich richtig zu Hause. Also dieses Gelände hier, dieser Rasen hier, schaut euch das mal an. Ich kann hier wirklich wie ein Depp fahren und der kippt einfach nicht um. Das ist echt mega. Außerdem kann ich hier schön Vollgas fahren, das ist die ganze Zeit auch Vollgas. Oh, jetzt ist er hingefallen. Wir sind leider umgedreht. Auf jeden Fall, man kann hier sehr schön viel Vollgas fahren. Der klebt schön auf der Straße. Wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch ein Monster-Truck. Deshalb fliegt er eben auch manchmal um, weil halt der Radstand einfach kurz ist und dementsprechend die Stabilität nicht so sehr gegeben ist wie bei einem RCK mit längerem Radstand. Aber dafür habt ihr eben die bessere Stunttauglichkeit. Geiles Teil. Übrigens, Wheelies macht der Kollege auch. Kann ich nur leider heute schwer zeigen, weil alles hier ziemlich nass ist. Sowohl der Rasen ist ja nass, als auch die Straße. Sprich, der macht nicht unbedingt Wheelies, aber sei gesagt, der macht auf jeden Fall Wheelies vom Start weg. Auch wenn ihr fahrt, macht er manchmal Wheelies, sehr kontrollierte Wheelies. Also der kippt nicht nach hinten um oder so. Ist zumindest mir noch nicht passiert. Und genau so soll das doch auch sein. Also bisher fährt es sich hier echt super, muss ich sagen. Hier ist auch ein großes Geländer. Ich fahre jetzt mal nach ganz hier hinten hin und wieder zurück. Top. Also wie der sich hier durchprügelt, ich meine, es ist am Ende des Tages nur ein 1:16er, aber trotzdem kommt der hier super gut voran. Die Geschwindigkeit ist Offroad natürlich langsamer wie Onroad, das ist ja klar, aber ich würde nicht sagen, dass es hier ein riesengroßer Unterschied ist. Ich fahre hier sehr, sehr viel Vollgas, das heißt, es wird auch sehr interessant, wie dann die Kühlperformance ist. Wir haben nach wie vor ungefähr nur 10 bis 11 Grad Außentemperatur, sprich, ihr werdet hier nicht komplett Härte getestet von der Kühlperformance.
Aber dennoch interessant zu sehen, wie denn die Hitzeentwicklung bei diesen Temperaturen ist. Ich meine, wenn der jetzt bei solchen Temperaturen sehr heiß wird, dann sollten wir uns Sorgen machen, würde dann halt entsprechend bei höheren Temperaturen noch schwieriger werden. Ich würde sagen, wir fahren hier auch ein bisschen jetzt über den Sand mal drüber. Ich meine, den Rasen haben wir jetzt hier ausführlich genug getestet. Da ist er eine 1. Also es macht wirklich richtig Spaß, es ist perfekt zu fahren mit einer Sprungschanze oder so. Das ist, glaube ich, richtig geil. Ist ja ein Monster-Truck. Das heißt, du musst alles Gelände gut abkönnen. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, auch super viele kleine Kuhlen drinnen, die eigentlich für so ein kleines RCK am meisten Killer sind, aber die Federung ist top. Das meiste, der hier alles super weg. Wenn ich hier schneller drüber fahre, der gleitet richtig drüber. Also das ist wirklich genial. Der kommt damit super klar. Wow, das ist nämlich gerade fast selber umgefahren. Schaut nur, dass ihr am Ende euer RCK auch wieder sauber macht. Ich meine, meiner ist jetzt hier ordentlich voller Sand. Was natürlich nicht gut ist für die ganzen Kugellager, aber er fährt noch. Hoho. Toll, mega. Also der fährt sich schon echt super. Hier ist auch eine kleine Sprungschanze, die testen wir jetzt mal. Geil. Von der Power her, wir sind hier nach wie vor mit dem ersten Lipo hier unterwegs, mit dem von der ersten Location. Und der performt hier weiterhin gut. Wobei ich sagen muss, dass man mittlerweile schon etwas spürt, dass er sich langsam seinem Ende neigt. Wir sind jetzt hier super viel Vollgas gefahren. Macht für mich persönlich Sinn, dass er langsam nicht mehr kann. Er hat halt auch nur 35C, was zwar für so einen RCK nicht wenig ist, aber halt auch nicht viel ist. Entsprechend bin ich mal gespannt, wie lange der Akku hier noch hält. Ich werde euch am Ende auch die komplette Runtime einblenden. So, Freunde, auf geht's! Das Gelände hier ist schon durchaus herausfordernd für den, weil er halt ein 1 zu 16er ist und kein riesiger 1 zu 5er. Dementsprechend die Steine schon etwas kritisch für den hier sein können. Aber wir wollen mal herausfinden, wie gut es sich trotzdem hier schlägt in diesem Gelände. Aber auf jeden Fall geisteskrank viel Power. Ihr seht schon, der macht nur Wheelies. Geil! Also der geht schon echt ordentlich ab und er kämpft sich hier richtig gut durch. Schaut euch das mal an, Freunde. Gut, jetzt ist er gerade hingefallen, aber habt ihr das gesehen, wie schön der hier durchgebasht ist? Das ist wirklich phänomenal, hätte ich jetzt nicht gedacht, für so einen doch recht kleinen Monster-Truck. Die Chassisplatte wird danach wahrscheinlich nicht mehr schön ausschauen von den ganzen Steinen, aber egal, es macht richtig viel Spaß hier zu fahren. Schauen wir zunächst einmal, wie gut der gerade Auslauf ist auf diesem doch sehr ruppligen Gelände. So, gerade Auslauftest. Ja, der kommt schon sehr gut voran. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier schaffen es wenige RCKs so schön geradeaus zu laufen, ohne direkt hinzufallen, wenn man das so sagen will. Also das ist schon echt mega. Der gleitet hier richtig schön durch. Das ist wirklich super. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also geradeauslauf können wir schon einmal einen Daumen hoch geben. Schauen wir uns jetzt auch einmal an, wie schön er denn hier springen kann. Jo, fast Backflip. So, Freunde, kommen wir nun zu meinem Fazit zu diesen vier Locations, als auch meiner Kaufempfehlung für dieses RCK. Für wen bietet sich dieses RCK am besten an und wer sollte eher die Finger davon lassen? Fangen wir einmal ganz chronologisch an mit der ersten Location, das war ja in diesem Mountainbike Park. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich ihm dort eine 7 von 10 geben. Deshalb keine 10 von 10, weil er sich doch etwas schwierig verhalten hat, wenn man auf diesen doch relativ kleinen Sprungschanzen springen wollte. Die sind einfach etwas zu schmal gewesen. Was dafür sehr positiv aufgefallen ist, ist das Handling als auch die Agilität. Dieses RCK hat sich super gut und einfach durch dieses Gelände manövrieren lassen. Und sollte es einem zu schnell sein, kann man immer noch die Geschwindigkeit runterstellen. Also dort insgesamt eine 7 von 10. Es gibt allerdings auch bessere RCKs für dieses Gelände, zum Beispiel kleinere Buggys.
Das nächste Gelände ist der Skatepark gewesen. Dort würde ich ihm tatsächlich eine 9 von 10 geben. Hat richtig Laune gemacht, dort zu fahren. Er fährt sich super geil auf diese Sprungschanzen hin, kann richtig schön springen. Es sind Backflips super einfach möglich und generell, es macht richtig Laune, dort zu fahren. Abgesehen davon ist er auch sehr stabil gewesen, muss man sagen. Wenn ihr leicht springt und es nicht komplett übertreibt, so wie ich, dann hält er auch einiges aus. Wenn ihr aber mehr und krasser springt und super hoch springt und wirklich nicht unbedingt auf dieses ca. 8 gibt, was ich tatsächlich am Ende auch gemacht habe, dann passiert es euch, so wie mir, dass zum Beispiel die Dämpferbrücke hinten ein wenig verbogen ist, als auch der Lüfter bzw. dieser kleine Rotor aus dem Lüfter rausgebrochen ist. Sind jetzt nicht allzu kritische Dinge, es ist ein Skatepark, passiert den meisten RCKs dort. Nur wenn ihr nach einem RCK sucht, was extrem hartes Bashing aushalten soll, dann wird dieses RCK nicht das Richtige für euch sein. Für alle, die aber ab und zu etwas springen, auch gerne im Skatepark sind und es eben nicht so komplett übertreiben wie ich, für die ist dieses RCK nach wie vor sehr, sehr gut. Die dritte Location ist auf dieser Wiese gewesen, tatsächlich mein Favorit neben dem Skatepark. Dort hat er sich richtig gut verhalten. Die Agilität als auch das gute Handling sind hier am meisten nochmal gut zum Vorschein gekommen, hat sich super schön in die Kurven reingeschmissen und insgesamt einfach mega gewesen. Dort würde ich ihm eine 10 von 10 geben, hätte ich persönlich nicht gedacht, denn ich dachte eigentlich, dass dieses Gelände das mit langweiligste wird. Zu guter Letzt kommt noch die Schotterpiste, dort würde ich tatsächlich eher eine 5 von 10 geben. War zwar gut dort zu fahren und auch dort hat er sich gut durchgekämpft, allerdings war es doch sehr holprig und die Steine sind einfach etwas zu groß gewesen. Wie ihr aber schon bei Location 3 gesehen habt, auf Sand zum Beispiel oder sehr, sehr kleinem Schotter sollte dieses RCK sich sehr, sehr gut fahren. Nur eben auf diesem etwas größeren Gelände mit diesen größeren Steinen ist er mir persönlich dann doch zu viel herumgehopst und es war auch etwas schwierig, die Sprungschanze richtig zu treffen. Insgesamt ein RCK, was wahnsinnig viel Spaß zu fahren macht, richtig viel Power besitzt, was einfach mega geil ist, schön schnell ist, cool ausschaut, sich sehr, sehr gut handelt, wirklich ein tolles Handling als auch Agilität besitzt, das macht richtig Laune und auch ein durchaus stabiles RCK ist, solange ihr nicht in einem Skatepark fahrt und dort das Maximale rausholen wollt. Dafür ist dieses RCK einfach nicht richtig geeignet, wie ich finde. Die Dämpferbrücken hätten mehr aushalten sollen. Für leichtere Sprünge definitiv ausreichend, aber wenn ihr eben sehr hoch und sehr, sehr krass springen wollt, dann ist dieses RCK zumindest auf einem Skatepark über meine Erfahrung nicht das Beste gewesen. Abgesehen davon, dieses RCK hat auf allen Locations gut performt, am besten wie gesagt auf dieser Wiese, als auch im Skatepark. Um den ZD Racing MT16 in einem Wort zu beschreiben, Stunttrack. Dieses RCK ist ein wahnsinnig geiler Stunttrack, der aber auch mit den Vorteilen daherkommt von gutem Handling, was sonst eigentlich eher nur Buggies besitzen, was beim ZD Racing MT16 auf die Swaybus unter anderem zurückgeführt werden kann. Springen macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit diesem RCK, auch Backflips gehen super, super leicht, habe ich kaum RCKs, die das so leicht und so entspannt machen können wie dieses RCK. Und solange ihr es nicht komplett übertreibt in einem Skatepark, wo die meisten RCKs kaputt gehen bei kompletter Übertreibung, leider, ist dieses RCK auch super stabil. Ihr solltet eben einfach nur darauf achten, dass ihr ein Gelände fahrt, was etwas kleiner ist und zum Beispiel nicht so viele Steine besitzt wie auf der letzten Location. Denn dort, finde ich, macht dieses RCK eben nicht so viel Spaß. Schreibt auch sehr gerne eure Meinung bzw. eure Erfahrungen zu diesem RCK unten in die Kommentare rein. Und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.